Einen wunderschönen guten Tag zusammen, mal wieder herzlich willkommen zurück zu Let's Play GTA Online mit dem Dennis. Hallo. Und der Dennis hat sich gerade beschwert. Ja, weil ich mit der Sitzung reinkam. Warum auch immer. Jungs, gehen wir die voll mitspielern. Hat, war mir gerade Angst, wo ich das Rennen gerade ausgedacht habe. Ja, dann kriege ich halt eine neue. Ja. Oh, Kuruma im Regen. Geil. Ey, lass uns Rallye im Regen fahren. Wetter, regnerisch. Rallye im Regen, Alter. Ja, Rallye mache ich jetzt auch. Super Sportwagen. Geil. Machen wir Sportwagen. Machen wir Sportwagen. Okay, ein. Eigene Fahrzeuge ein, aufholen, ist ja scheißegal. Ja. So, dann. Meine Freunde. XLP. Willst du Fahrer oder Beifahrer machen? Ich fahr. Gut, dann mach ich Beifahrer. Passt. Erstellt von The Twilight Kane. Und wir nehmen, weil es regnet. Oder fahren wir Cabrio im Regen? Gut. Nee, wir nehmen den Kuruma. Steht wieder Fuck You Biatch da. Der hat schon irgendwie was so in der Farbkombi, ne? Da ist man gerade raus. Weiter geradeaus. Nächste rechts, nicht die, nächste. Ja, die rechts. Links. Geradeaus. Geht der Straße jetzt folgen so. Mhm. Ah, links, links. Oh, das ist blöd gemacht. Ja, umdrehen jetzt. Das war's blöd gemacht. Boah, ich hab riesen Schnaken in meinem... Links. In meinem... Fuck. Eine riesige Schnake. Links, hab ich gesagt. Was, links, 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 ja. Links? Und das Polizeirevier durch da, rechts jetzt. Aus. Warte mal, das geht doch irgendwie auch, dass du mir richtig... Drück mal am D-Pad nach rechts. Links. Drück mal am D-Pad nach rechts. Pad. Hä? Ja, an dem Steuerpad. An deinem Steuerpad? Control. Naja, die links, links. Die Pfeiltaste an deinem Controller halt. Wenn ich das jetzt nach rechts drücke, dann habe ich die Karte. Ach so. Rechts. Rechts. Folgen. So, ja, jetzt rechts rumfahren. Und geradeaus. So, die nächste links. Geradeaus? Geradeaus, ja. Etwas links halten, weiter links halten. Jawohl. Geradeaus. Und rechts halten. Und rechts. Im Regen, ne? Nee, das kam auch ein bisschen spät. Ja. So, die nächste dann gleich. Nee, geradeaus weiterfahren, geradeaus und jetzt rechts. Ich wollte, dass du durch die Tankstelle fährst. So. Nee, nicht durch. Ich sag, du sollst nicht durch die Tankstelle fahren. Rechts. Geradeaus. Wir machen uns gerade voll zum Affen, ey. Echt wahr. Die nächste große links. Mhm. Hier links. Und geradeaus. Ja, so der Straße zu nach links folgen. Geradeaus. Dann links wahrscheinlich. Nächste links, genau. Und die nächste rechts. Und geradeaus. So rechts dann fahren, ja genau, so rechts, genau, geradeaus. Straße folgen. Weiter geradeaus folgen. Genau so drauf zuhalten. Weiter geradeaus. Hinter der Tanke rechts hochfahren. Genau da, jawohl. Und weiter geradeaus, also immer der Straße folgen. Mhm.
Ist das ein Punkt zu Punkt? Mhm. So, die nächste rechts. Und die nächste links. Perfekt. Und links dann. Links halten, links halten. Einen Checkpoint dann kriegen. Naja, das war's. Einfach geradeaus. Die Straße jetzt noch komplett durchfahren und dann sind wir durch. Einfach auf der Seite bleiben. Ah, ich seh's hier. Gut, wir sind erster. Ja, yeah, zählt es jetzt ein Sieg für uns beide? Na, ja, hoffentlich. Was haben wir dadurch jetzt freischalten dann? Eine Farbkombination, glaube ich, irgendwas. So, dann machen wir als nächstes, mach zwei Kreuze, rechts oben. Jo. Läuft. Lila läuft. Wenn du deine Spielsitzung beenden musst, verlasse sie über das Pause-Menü oder schalte in den Story-Modus und beide speichert deinen Blablabla. Machen wir Coupés, oder? Oder Muscle Cars? Muscle Cars! Oder machen SUVs? Machen wir Coupés. Mhm. Da habe ich keins. Ja, auch nicht, glaube ich. Dann kann ich wieder einen heißen Pink auftreten. Und Start. Fällt mir ja persönlich schon mal am besten, wenn ich wieder in meiner Standardfarbe auftreten kann. Also halt auf dem Charakter. Oh, ich habe sogar ein Coupé. Ich auch eins. Lass mich raten. Cognoscenti Cabrio? Ja. Ich auch. Das ist ab jetzt die Musik für das Rennen. Ich will so eine Hupe in echt haben, Alter. Und bestimmt geil. Ich würde einfach den ganzen Tag hupen durch die Straße fahren. Weißt du, welche Hupe ich gern hätte? Welche? Eine Polizeisirene. Warte mal, ich mach mal mein Verdeck runter. Wenn, dann fahre ich in Cabrio-Style. Weil irgendwie nur so der Cognoscenti, weil von hinten schaut er irgendwie total strange aus. Ich weiß nicht, mir gefällt der von hinten überhaupt nicht. Welche Farbe hat denn deiner? Schwarz, oder? Ja. Mein Dach auch runtergemacht. Deiner hat überhaupt keine Unterbodenbeleuchtung. Richtig. Absicht? Ja. Weil? Einfach so. Also dazu geist, ich hab kein Geld. Also bei mir hat absolut jedes Auto. Bleib mal so schnell vor. Nee. So. Fahr weiter. Fahr doch. Lol. Ich schieb dich bei mir. Das ist nervig. Alter, diese blöden Lags ohne Mist. Lol, das ist ein Auto direkt in mir gespawnt. Also ich hab meinen Windschatten. Wow, da bist du ja. Warte mal, Windschatten. Okay, jetzt. Hast du? Nee. Nee, du leckst zu krass gerade. Mach ich mal bei dir, vielleicht klappt's. Ja, mach mal. Wenn ich's hab, dann lass mich gleich vorbei. Jo, hab's. Okay. Probieren wir's mal nochmal. Habe ich dich jetzt weggerammt? Jo. Ich hab's immer noch nicht. Toll. Ja, egal. Jetzt geht's aber geradeaus, jetzt kannst du es machen. Ja, so ein bisschen geradeaus.
Wenn wir jetzt das nächste Mal wieder eine ganz lange Straße haben, fahren wir einfach mal geradeaus durch, bis du es hast, okay? Nee, müsste es eigentlich schon haben, weil der Windschattensound war jetzt, keine Ahnung, 10 Sekunden lang. Ja. So, jetzt hat. Der Theorie muss es jetzt haben. Ja. Fuck! Es war jetzt bitte. Doch noch das scheiß Auto erwischt. Machen wir wieder wegen der Musi. Jetzt blockt mich auch ernsthaft noch dieser blöde Müllwagen. Erstmal ganz entspannt. Der Zeit, ne? Naja, leider verloren. Machen wir... Willst du machen? Im letzten Tropfen oder fahren sie fort? Okay. Fahren sie fort. Das kam jetzt schon zweimal oder dreimal. Jetzt interessiert mich doch mal, was es ist. So langsam mal. Oh, langsam werde ich müde. Du nicht wahrscheinlich. Nö. Super Sport Vagos. Interessant wäre bestimmt bei dieser Strecke mit Erfahrungslevel. Oh, das ist gut. Was? Da ist es, hätten wir machen müssen. Hättest du es vorher gesagt. Warte mal, Wette platzieren jetzt. Wie viel? Also 10.000. Hast du? Warte. 500 kann ich bloß machen. Ja, oder so. Gut, hab ich. Ich brauch bei dem eine andere Hupe. Proven T20. Jawohl. Wurden diesmal keine Wetten platziert, ey. Ja, weil so wenig Spieler in der Sitzung sind. Ich muss jetzt mal persönlich die beste Runde fahren. Jo. Ich hab Windschatten für dich schon geholt. Kannst du jetzt auf der langen Geraden hier machen. Hab'n schon. Gut. Lass mich mal vorbei. Jo. Bleib einfach stehen. Nee, bleib einfach mal stehen, damit ich wegen der besten Runde. Ja, ich fahr langsam, das passt schon so. Du kriegst es so oder so. Ich hab einen Checkpoint verpasst. Nee, weil ich brauche in der zweiten Runde brauche ich es dann auch. Deswegen habe ich gemeint. Oder geht es nur mit persönlicher beste Runde? Nee, du musst einmal die schnellste Runde fahren. Also du musst insgesamt die schnellste Runde fahren im Rennen. Ach so. Da zieht er vorbei. Das war jetzt ein kurzes Rennen. Stimmt. Dead War Quit. Aber du musst jetzt trotzdem jetzt die schnellste Runde haben. Theoretisch. Wenn nicht, lasse ich dich beim nächsten Rennen einfach vor. Ja, ich brauche ja noch, keine Ahnung, 17 oder 18, deswegen.
Saubere Runden, beste Runden oder was? Wollen wir doch schneller. Beste Runden. Beste Runden, Boss Oleg. Ja, ich weiß, das ist. Sollte machen wir Koffeinschub, weil es das einzigste Rennen ist. Das einzige, was kein Fahrrad ist. Freier Fall ist aber auch cool. Es geht nur mit Motorrädern. Und der Job oder Aktivitäten nicht betreten, kehre zurück zu GTA Online. Was? Echt? Mama, vielleicht kann ich dich einladen, vielleicht bin ich Host. Ja, ich bin Host, tatsächlich. Da steht aber Dennis tritt bei. Im Ladebildschirm. Tatsächlich. Ich lade dich mal ein. Der Rockstar Spielservice ist gegenwärtig nicht verfügbar. Gut. Ich bin zumindest wieder normal gespawnt. Warte mal, bei mir steht jetzt unten links war ganz groß Grand Theft Auto Online. Ja, bei mir auch. Vielleicht haben sie einen Server Restart gemacht oder so. Ja. Gut. Ja, wäre zu hoffen. Oh Gott. Ich muss dann noch die Videos schneiden, ey, schnell. Da musst du mich dann noch schnell bei Laune halten. Die 10 Minuten oder eine Viertelstunde. Ja gut, ich bin zumindest wieder drin. Und wie schaut's aus bei dir? Mir läuft alles. Ja, magst du auf? Masterpiece. Wie rennt die jetzt noch nicht gefahren ab hier? Es rennt zum Beispiel noch nicht gefahren. Project Z Grand Prix. Klingt irgendwie cool. Ich hoffe, es ist auch cool. Ey, ich ganz ehrlich, weißt du, was ich hoffe? Dass die noch sowas wie ein Formel 1 Auto einführen in GTA. Ja, auch geil. Einfach so ein scheiß Formel 1 Auto. Mega flach und einsitzig. Ja. Und dann aber bitte mindestens 200 Meilen schnell. Mhm. Du bist eingeladen, glaube ich. Einladevorgang, kommt gerade nichts. Ah, jetzt ja, glaube ich. Aktuell keine Jobs zu mitmachen. Ich habe bei mir gerade Einladevorgang da. Ich kann die Einladung auch nicht abbrechen. Warte mal. Ach, egal. Hä, Leute, gerade war es da gestanden. Hast du die Einladung jetzt abgebrochen oder was? Nee, ich kann sie nicht abbrechen. Gerade war nämlich da gestanden, ich kann mitmachen. Ach, jetzt hat. Jetzt geht's. Gut. Trup, 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 jetzt hat. Project Z Grand Prix. Sagt die Uhr eigentlich kurz vor zwei. Töpfer nicht. Wäre blöd. Gewinneraktion, Pisswasser trinken. Wow, wow.
Du bist schon wieder vor mir gestartet. Nimm mir gleich deinen Windschatten dann mit, hoffentlich. Ah, ich glaube. Und ich lasse jetzt dann für die Runde einen richtig weiten Vorsprung dann. Ich seh's. Dings. Alter. Scheiß Haarradl-Kurve. Boah. Okay. Voll die Frame-Einbrüche gerade. Also Windschatten habe ich. Gut. Ist halt auch wichtig, dass wir in der zweiten Runde langsamer sind als jetzt. Ja. Darum geht's nämlich. Nimm von mir noch einen Windschatten mit. Lass mich mal vor und beim Ziel lass ich dich durchfahren. Und warte dann kurz. Hab schon. Ja. Passt schon, gut. Boah. Weißt du überhaupt, wo der Start war? Nö. Ja, siehst du, dann ist er ja irgendwie blöd. Ja, man sieht's ja. Achso, meinst du? Ja, ja, dann. Ach, wenn du im Ziel warst. Ja. Wir müssen dann aber trotzdem vor dem Ziel dann noch 10 Sekunden stehen bleiben. Ja, ich fahr jetzt immer wegen so langsam durch die Checkpoints durch. Jetzt ist Runde 2. Ja, deswegen sage ich ja. Jetzt habe ich sie wahrscheinlich wieder nicht. Ist der schon viel eher jetzt durchs Ziel gefahren? Ja, viel eher 2 Sekunden. Nee. 108 oder 10 Sekunden. Aber wir bleiben jetzt dann vorm Ziel beide noch 10 Sekunden stehen. Weil wir sind ja, jetzt machen wir 15, noch mal lieber 15 Sekunden. Ja, weil wir sind jetzt ja in der fliegenden Runde. Das ist ja... Da sind wir ja deutlich schneller. Also die Strecke ist gar nicht so schlecht, aber irgendwie auch nicht cool. Vor allem diese blöden S-Kurven, die gehen mir richtig hart auf den Sack. Das muss ich leider so sagen. Und dann bist du gerade mal relativ schnell. Muss wieder abbremsen. Was aber gut ist und was bestimmt auch Spaß macht, wenn die mit wirklich ganz vielen Leuten spielst. Da ist die bestimmt echt cool. Weil du kannst dich halt in jeder Kurve voll wegbashen. Du hast gar nicht die Möglichkeit, dass das Auto wirklich voll beschleunigt. Und das ist cool. Wenn es jetzt halt so zu zweit wäre, ist es relativ öde. Vorsicht, ich glaube, gleich kommt das Ziel. Ja, bei mir ist der nächste Checkpoint das Ziel. Also, dann bleiben wir mal stehen. Machen wir bis Zeit 4:10, okay? Ja. So, jetzt bin ich gespannt. Du musst jetzt eine saubere Runde, also du musst jetzt die beste Runde haben. Ja. Geht ja gar nicht anders. Jetzt bin ich gespannt. Was? Wie geht das, ey? Wir haben noch so lange gewartet. Ja. So, liebe Freunde, und an der Stelle beende ich auch mal wieder die Folge. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Haut rein. Servus. Servus.